So, ich begrüße euch also herzlich zum ersten Gespräch über Tee. It's Tea Time. Und das Gespräch kommt zustande auf Wunsch von Alexander, der ganz regelmäßig zum Teeunterricht kommt und der auch interessiert ist, möglichst theoretischen Hintergrund und kulturellen Hintergrund kennenzulernen. Ja, wollt ihr euch ganz kurz vorstellen mit zwei Worten? Annette? Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Gerhard am Benediktushof getroffen, hat den Shakuhachi gespielt, da bin ich zu ihm gegangen, habe meine erste Shakuhachi selbst gemacht, die ich leider verloren habe. Und jetzt spiele ich so ein kleines bisschen damit. Ja, und kennengelernt hast du mich, wie als wir Teekurse gemacht haben. Du hast Und da in, genau. im Garten habe ich Shakuhachi gespielt in der Genau. Pause. Da Ja. habe ich dich kennengelernt, das habe ich gehört, bin dann zu dir gegangen, ne? Ja. Na, Alexander. Ja, das ist ja ähnlich. Wir haben uns ja auch am Benediktushof bei einem Teeseminar eben kennengelernt und da ist dann eben dieses Interesse bei mir entstanden am Tee an der Shakuhachi. Und ja, das ging ja dann erst nach, wie hieß es gleich? Igersheim? Nee, Ingsdorf, Igensdorf, genau. ja. Und jetzt dann in die Rhön hoch, genau. Ja. Ja, und er war auch schon zusammen mit mir in Griechenland auf Stimmt. Seminar. Ja, Da war auch Alf dabei. Alf nur mit Shakuhachi und Alexander mit Tee und Shakuhachi. Und bei beiden war er Anfänger. Und jetzt ist noch, ja, noch nicht allzu viel Zeit ins Land gegangen und wir machen gemeinsam geheime Zeremonien. genau, ja. Und Alf, du kannst auch noch kurz was sagen? Ja, ich habe Gerhard über das Internet kennengelernt. Ich hatte Interesse am Shakuhachi-Spielen. Mir selbst zu Hause so ein paar Töne beigebracht, auf so einer kleinen Bühne, meinem Strohhalm. Und habe dann einen Lehrer gesucht, habe im Internet Gerhard gefunden. Ja, und du bist ordinierter Zen-Mönch. Ich bin ordinierter Zen-Mönch. Dann gehe den Zen-Weg schon über 30 Jahre, bin 2000 zum Zen-Mönch ordiniert worden. Seit 2012 bin ich einer der Dharma-Nachfolger von meinem Lehrer. Die Wurzeln von unserer Linie liegen im Kokoji-Tempel in Hatakai in Japan. Da lebte damals Euzaidan Roshi, der jetzt schon vor einigen Jahren im Alter von 104 ist er verstorben. Da war mein Lehrer eine Zeit lang im Kloster und dessen Lehrer. Mein Lehrer hat Zen auf der Walz kennengelernt, das ist eigentlich Zimmermann von Beruf. Hat dort nachher hier in Deutschland seinen Lehrer Wolf-Dietrich Seutin getroffen, welches Liga und Roshi. Boah, seit der Zeit praktiziere ich Zen. Schon weit über 20 Jahre kenne ich meinen Lehrer. Wir Gut. haben uns aneinander abgeschliffen. Aha, gut. Ja, dann wäre das Thema heute eigentlich ganz sinnvoll, dass wir sagen über Tee und Zen. Weil es gibt ja diesen ganz alten Spruch, Cha Sen Ichimi. Tee Sen, ein Geschmack. Weiß jemand, wie alt der ist? Nee. Also, Dürfte von Ikkyō sein, ne? nee, der ist noch älter, der ist chinesisch. Also, wir sind ja damals in China gewesen auf einer Tagung, die hatte den Titel Tee und Zen, ein Geschmack. Und da haben sich die chinesischen Wissenschaftler gestritten, welcher von den frühen Zen-Meistern dieses Wort geprägt hat. Tee und Zen, ein Geschmack. Daruma war es nicht. Obwohl Daruma ja nach der Legende ganz eng mit dem Tee verbunden ist. Ihr kennt die Geschichte. Er sitzt mit dem Gesicht zur Wand und meditiert. Und da fallen ihm immer vor Müdigkeit die Augen zu. Und dann reißt er die Augenlider aus und wirft sie auf den Boden und daraus entsteht der Teestrauch. Und seit man dann diesen Tee hat,
kann man den zur Meditation trinken und dann schläft man nicht mehr ein. Das heißt also, die Legende verbindet die Ankunft von Zen in China gleich mit Tee. Es ist, als würde der Tee mit Bodhidharma nach China kommen. Vielleicht kommt er wie Bodhidharma selber aus Indien. Es ist unklar, woher der Tee stammt. Aber was heißt Tee und Zen, ein Geschmack? Wie haben die damals, haben die da eine Zeremonie gemacht oder? Einfach Tee getrunken. Wir haben einfach Tee getrunken. Also so haben wir das in China erlebt. Wir sind in den Zen-Tempel gekommen, dann haben wir uns im Teeraum getroffen. Teeraum war einfach ein Raum mit langen Stühlen, also einem langen Tisch und ringsherum Stühle. Und der Zen-Meister hat am Kopfende gesessen, hat unentwegt in kleinen Kännchen Tee zubereitet und den rumgegeben. Und wir haben uns gefragt, wie die das machen. Die haben massenweise Tee getrunken und mussten nie auf die Toilette. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber es war dann Winter. Wir saßen dann drin und haben über Zen gesprochen, über alle möglichen Themen. Und nach einiger Zeit sagte der Zen-Meister, es war Dezember, komm, lass uns rausgehen, es ist zu kalt. Weil drin war, die Räume waren ungeheizt und dann sind wir raus, haben den ganzen Tisch und Stühle rausgetragen, haben wir draußen in der Sonne weiter Tee gemacht. In Korea habe ich das erlebt. Auch, wir treffen uns zum Tee trinken mit dem Meister. Ja, also in China haben wir wirklich noch substanzielle Gespräche geführt. In Korea haben wir darüber gesprochen. Der eine hat erzählt, er freut sich so, dass sein Sohn jetzt studiert und dass er doch endlich da seinen Weg gefunden hat. Und der Meister saß immer nur so und sagt, das war alles. Das war Tee und Zen. Aber es ist ja so, ich meine, du hast beschrieben, der Tee unterstützt einen in der Meditation, im Zen, einfach nicht einzuschlafen erstmal, aber ganz praktisch. Aber es ist ja auch viel Zen dann in die Teezeremonie sicher eingeflossen. Ne? Da hast du sicher auch einige Erfahrungen aus der Praxis dann, die damit reinspielen. Alf, was meinst du denn dazu? Bei uns gibt es ja zwei verschiedene Arten, Tee zu trinken. Einmal Charrei, das ist nach der Rezitation, wenn wir alle in der Sendung sitzen, an so einem ganz normalen Sitzabend, ist zuerst Rezitation, danach Charrei. Da wird mit bestimmten, ich sag mal, rituellen Ablauf jetzt kleine Kekse verteilt an jeden. Jeder einen Schluck Tee. Das geht immer beim Butsudam los. Zuerst kriegt nach der Buddha seinen Schluck Tee eingeschenkt. Dann geht es einmal die ganze Reihe durch. Beim ersten wird sich formell verbeugt, dann setzt der Teesegeber sich hin, da wird im Sitzen eingeschenkt. Der erste bittet sozusagen für alle um den Tee. Dann geht er die Reihe lang. Die anderen, die halten alle nur so ihre Tasse hoch und zeigen, wenn es genug ist, dann geht er zum Stehen. Und beim letzten ist es wieder mit hinknien, verbeugen und einschenken, weil der letzte bedankt sich, damit sie alle für den Tee gekriegt haben. Dann wird zuerst gemeinsam der Keks gegessen und danach gemeinsam in vier Schlucken der Tee getrunken. Dann kommt die Tasse wieder nach hinten, das ist Barrel. Während das, wenn wir ein großes Session haben, Oratio zum Beispiel, dann ist zwei, dreimal Teezeremonie, dann ist das eher in der rituellen Form, wie du sie vielleicht auch lehrst, eine große Teezeremonie. Da trinken erst alle gemeinsam formell Tee und danach wird normaler Grüntee nochmal ausgeschenkt und dann wird auch der Tagesablauf. Also ursprünglich ist es wahrscheinlich so, ist die Frage, ob von Anfang an der Tee ritualisiert war oder nicht. Ich denke nicht. Wahrscheinlich nicht. Nach und nach gewachsen. Aber was heißt das dann, Tee und Zen, ein Geschmack? Warum ausgerechnet ein Geschmack? Weil
weil das Wort Geschmack offensichtlich für viele Dinge benutzt wird. Während wir es mit Essen und Trinken verbinden, ist ein Geschmack vielleicht im Japanischen auch für, ist das Gleiche oder kein Unterschied. Ja, weiß ich, habe ich auch schon lange darüber nachgedacht, aber vielleicht ist es so, der Geschmack ist ja, wenn man die Sinne anschaut, also hören, sehen, also sehen ist ja zum Beispiel ein Sinn, der rein nach außen geht. Hören ist eher ein Sinn, der nach innen geht. Also wenn du irgendwas hörst und das intensiv hören willst, schließt du automatisch die Augen. Wenn du was sehen willst, dann passiert das, du kannst beobachten, sehen nimmt dem Gehör ganz viel Energie weg. Das kannst du sehen, wenn du zum Beispiel in einen Raum kommst, in dem Leute fernsehen. Der läuft immer zu laut. Weil das Starren auf dem Bildschirm und das Fixieren des Blicks auf dem Bildschirm nimmt so viel Energie vom Gehör weg, dass sie den Fernseher immer zu laut stellen. Das ist eigenartig. Und Geruch, was ist ein Geruch? Geruch und Geschmack sind ja ziemlich eng miteinander verbunden. Das eine gibt es ohne das andere. Vermutlich, ja. Das kannst du ja nachweisen. Du kannst, wenn du die Augen zumachst und dir die Nase zuhältst und dann in eine Zwiebel beißt, kannst du sie nicht vom Apfel unterscheiden. Ja. Oder du kannst Kartoffel und Apfel nicht unterscheiden. Auch sogar schon, wenn die Augen zu sind. Zum Schmecken brauchst du also mehrere Sinn. Offenbar musst du wissen, was du da eigentlich zu dir nimmst. Und das Interessante ist, Geschmack ist, du nimmst was von außen zu dir zu und dann musst du mit deinem inneren Sinn nachspüren, wonach das schmeckt. Vielleicht ist das so eine Verbindung von innen und außen. Aber ich weiß, vielleicht wird das zu spekulativ. Ist es nicht auch so, im Zen sagst du, du musst es selbst erfahren und den Tee, den kann man auch nicht beschreiben, den muss man schmecken. Genau. Das ist ja das Gleiche. Also, es ist der Geschmack vom Zen und der Geschmack vom Tee. Ja. Du kannst es nur erfahren. Das Problem ist, ich habe im Moment gerade einen Tee zum Probieren bekommen und ich soll den Geschmack beschreiben. Du, ich sitze jetzt schon 3-4 Tage dran und überlege, wie der schmeckt. Er schmeckt anders als die anderen, aber wie genau beschreibe ich den Geschmack? Das ist eine ganz. Beschreib mal den Geschmack von einem Apfel. Oder von einer Banane oder so. Es gibt ja Leute, die sind da drauf trainiert. Sommeliers. Es gibt ja welche für Wein und was weiß ich, Whisky. Und es gibt auch welche für Tee. Und die beschreiben dann ganz genau irgendwelche Geschmacksnuancen. Das geht mir völlig ab. Entweder mir schmeckt der Tee oder schmeckt mir nicht. Ja, es gibt ja auch den Duftweg in Japan, wo du den Kodo. Wo du die verschiedenen Düfte riechen musst. Und das wird so gemacht, dass man dann so ein Duftholz, also zum Beispiel Byakudan ist eindeutig, aber Ginkgo, also Adlerholz, kleine Stückchen nimmt, die auf so ein Holzkohle liegt, das mit dem Klimmerblättchen abgeschossen ist. Und da legt man die Probe drauf. Und dann riecht man. So. Und dann geht es weiter. Und 5 Leute oder 6 Leute riechen. Dann kommt eine neue Probe. Kommt ein neues Glimmerblättchen, damit keine Reste dran sind von dem alten. Dann eine neue Probe. Dann riechst du. Und sagt, ja, die riecht anders. Dann die nächste, die dritte. Riecht die gleich? Riecht die so wie die erste oder riecht die so wie die zweite oder riecht die so, riecht die ganz anders? Das heißt, du brauchst eine Erinnerung, du brauchst ein Gedächtnis für den Geruch und das ist wahnsinnig schwer zu sagen, der dritte riecht genauso wie der erste oder der zweite oder ist ein ganz anderer Geruch. Und man notiert dann die ganzen Gerüche und wer die meisten Treffer hat,
Also man sagt immer, der erste ist wieder dritte und der fünfte ist wieder zweite. Und der vierte ist ein anderer. Und wer die meisten Treffer hat, hat gewonnen. Aber das ist unglaublich schwer. Und es ist auch unglaublich schwer, den Geschmack von einem Tee. Es hängt ja davon ab, wahrscheinlich wie viel Wasser du nimmst, wie heiß es ist, wie lange das Wasser im Kessel war. Weil Wasser, was lange im Kessel gekocht hat und ein bisschen Eisen aufgenommen hat, macht einen anderen Geschmack mit dem Tee als ganz frisches, aufgesetztes Wasser. Ist ganz schwierig. Aber vielleicht ist das so. Ja, ich weiß nicht, ob das was Tee und Zen, ein Geschmack, ob das was damit zu tun hat, dass du das mit deiner eigenen Erfahrung erleben musst. Ich finde diese Erklärung schon schlüssig, das, was Annette gesagt hat. Ne? Dass es eben Bereiche gibt, Tee zum Beispiel, auch Zen, das musst du erfahren. Das kannst du nicht irgendwie anders aufnehmen oder erklären. Das musst du selbst machen. Und es ist ganz schwer zu erklären, welche Empfindung man dabei hat. Ja, deshalb lässt man das hoffentlich auch so lange wie möglich bleiben. Es gibt ja viele Leute, die glauben zu wissen, dass sie immer alles erklären und quatschen einen vollen. Ne? Aber beim Sende ist das eine ganz heikle Kiste und ich bin dann immer ganz froh, gerade beim Senden. Ja, vielleicht ist da eine Verbindung mit Tee und Zen. Du kannst zwar die Form beschreiben, aber letzten Endes kannst du nicht beschreiben, welche Empfindung du dabei hast. Und du musst es selber machen. Und wenn du es nicht selber machst, kannst du Tee nicht wirklich beschreiben. Zu mir ist mal eine ganze Zeit lang ein Japanologie-Professor gekommen, der war ganz begeistert von Teezeremonie und kam immer zu den Übungen. Dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt musst du anfangen, selber Tee zu lernen. Sonst kannst du nie wirklich sagen, was Tee ist. Dann hat er gesagt, das geht nicht, ich bin Wissenschaftler. Dann verliere ich meine Objektivität. Ja, aber dann verstehst du nie Tee. Ja, ich denke, das ist ja auch, also ist für mich immer so die Frage, wie viel Zen ist in verschiedenen Formen von Tee. Ne? Wenn man in Japan zu so einer gebuchten Teezeremonie geht, da ist ja kein Zen mehr drin wahrscheinlich. Ne? Und Warst du auch im Dings bei diesen Tourismusvorführungen von, da gibt es Teezeremonie und dann gibt es No-Theater und dann gibt es genau. japanischen Tanz und ob da noch Zen mit drin ist. Aber was ist überhaupt Zen dann in dem Zusammenhang? Aber das sind die Rituale drin. Und im Zen sagt man ja auch, man soll ja alles fallen lassen. Du sollst Rituale ja nicht als Rituale nehmen, Ja, sondern eben. es geht immer nur um deine eigene Erfahrung. Und wenn du dann zu einem Touristen-Zen-Zeremonie gehst, dann hast du die perfekten Rituale, aber nicht das Erfahren davon. Ne? Ja, Man aber sagt dann ja, ist es, ja, Entschuldigung, ja. sagt er von den Japanern, die können perfekt Klavier spielen, aber da ist kein Gefühl da drin. Und das Gefühl kannst du nur selbst einbringen. Das kommt nicht durch Technik. Und so Ja. ist es im Zen, du sollst nicht die Worte lesen, sondern du sollst es im Moment erfahren. Und Oder? so würde ich sagen, Tee wird heute in Japan so gelehrt, wie die Japaner Klavier lernen oder irgend sowas. Das heißt, frag nicht, was das bedeutet, mach einfach. Dein Klang ist auch besser Na, jetzt. nein. Ja. Ja, was würdest du sagen? Tee ist ja ein strikter Ablauf, eine ganz feste Form, die seit Jahrhunderten sich verfestigt hat. Ja. Was ist da Zen? Alles. Wenn du nicht mehr an dieser Form hängst, Ja. genau. Das ist Dann alles wirst du und Zen. nichts. Ne? Denn so sagt man ja auch im Zen, wenn du Buddha triffst, dann töte ihn. Das heißt ja nicht, dass du ihn dann für dich vereinnimmst, sondern dann geh weiter, dass du dich an keinen Konzepten, Prinzipien festhältst. Das Ja, ist Zen. die Form bleibt. Die die Form Form ist auch da, bleibt. ist auch wichtig. Die Form ist auch wichtig. Aber wenn du dich an die klammerst und nachher mit richtig und falsch nachher auch noch kommst und Ja, dann aber die kriegst du Form ist nachher auch die später ein Lehrer. Problem. Wenn du sie nachher beherrschst, deine Form, und sie
völlig normal wirkt, wie ein- und ausatmen. Ja, genau. Das ist einfach nur wie ein- und ausatmen. Und dann, es ist interessant, es war mal eine Journalistin, die hat mal einen Artikel über Teezeremonie geschrieben und die war bei einer japanischen Kollegin und dann ist sie zu mir gekommen. Und ich habe ihr gesagt, also das Wichtigste ist, was ich Ihnen sagen muss beim Tee, es gibt keine Regeln. Dann hat sie gesagt, das ist ja verrückt. Ihre japanische Kollegin hat gesagt, das Wichtigste beim Tee ist, dass Sie als erstes die Regeln lernen, wie man sich als Gast benimmt. Wenn Sie die Regeln nicht können, können Sie keinen Tee. Und ich habe gesagt, die Regeln sind einfach zu eisgefrorene Erfahrungen beim Teebereiten. Das sind zu Eis erstarrte Formen, wenn man die so sieht. Das ist nur noch die Form. Die Japaner fragen nicht, wie man atmet, die haben auch kaum Erfahrung, wie man richtig sitzt oder irgendwelche Sachen. Und es kommt strikt darauf an, die Form richtig zu machen. Und das ist die Frage, da ist für mich dann der Geistessinn raus. Aber gut, das ist die Frage. Ich meine, rein historisch wenn man es historisch sieht, schon mit der Legende vom Bodhidharma ist der Tee mit Zen verbunden. Das Wort Tee und Zen ist ein Geschmack, geht auf die ersten paar Generationen von Zen-Meistern in China zurück. Wer das genau geprägt hat, weiß man nicht mehr. Heute hörst du in Japan, Tee ist Tee und Zen ist Zen. Weil die sagen, Zen ist, wenn ich mich auf Sitzkissen hocke, dann läuft einer mit dem Kiesaku rum und schlägt die Leute und alles ist ganz streng. Und Tee ist so, wenn man die Teeschale hat und Chasen und Tee reintut und Wasser drauf und Tee schlägt und so. Das hat überhaupt nichts mit Zen zu tun. Aber das heißt ja, als der Tee nach Japan dann kam, war er eigentlich eng an den Zen auch angebunden. Ja, ja, ja. Also es ist nicht nur so, dass der Tee in den Tempeln kultiviert worden ist, sondern in der Tang-Zeit hat sich so eine Art Ritualisierung gebildet. Also ganz ursprünglich ist es vermutlich ziemlich frei gewesen. Aber dann kommen die älteste Schrift über Tee ist ja keine Zen-Schrift, sondern das ist Lu Yu, also der in der Tang-Zeit geschrieben hat. Und er schildert ja dann, wie man den Tee herstellt. Und das ist dann eher, der Tee wird geschnitten, gedämpft, gepresst und gelagert zu Ziegeln. Und das ist eher das, was wir heute als Pu'er-Tee kennen. Und der Tee wird dann umso kostbarer, je länger er lagert. Also wir haben in China Pu'er-Tee angeboten bekommen, der war 100 Jahre alt. Japanischer Tee muss frisch sein. Das ist irgendwie. Und dann schildert Lu Yu, wie man den Tee zwischen Pergamentblättern legt und ihn zerstampft, sodass so eine Art Pulver entsteht. Und dann hat er Wasser aufgekocht und hat diesen Tee offenbar auch sogar schaumig geschlagen oder so. Es ist also nicht ganz klar, wie er das schildert. Also jedenfalls mit dem Pulvertee, wie wir ihn heute kennen, hat das nichts zu tun gehabt. Das ist dann erst in der Tang-Zeit. Und in der Tang-Zeit fängt man an, diese ganze Vorbereitung oder die ganze Teezubereitung zu ritualisieren. Und in den Zen-Tempeln beginnt man dann genau festzulegen, zu welcher Gelegenheit man Tee serviert. Da gibt es, glaube ich, so eine Aufzeichnung, die ist nur noch in Japan erhalten, in China ist sie verloren gegangen. Und das sind so 800 oder 1000 verschiedene Gelegenheiten, wenn man Tee serviert.
Also wenn der Mönch zum Tempel kommt und aufgenommen wird, macht man ersten Tee. Vor der ersten Meditation macht man zweiten Tee. Nach der Meditation serviert man wieder einen Tee. Wenn Gäste kommen, serviert man Tee und so weiter und so weiter. Es sind so 800 oder 1000 verschiedene Gelegenheiten, wo man Tee serviert im Tempel. Und das scheint schon zu einer Art ritualisierte Form gegeben zu haben. Und diese Form kommt dann mit Esai, also der japanische, ja, sagen wir mal Zen-Mönch, war vielleicht noch nicht in dem Sinne Zen wie heute. Der geht dann nach China und lernt den Zen und lernt diese Art der Teezubereitung kennen. Und das bringt er nach Japan. Da ist aber die Tang-Dynastie schon untergegangen. Es ist noch so ein Echo von der Tang, wo das noch vorhanden war. Und der Tee, den man da verwendet hat, ist der Matcha, den wir heute kennen. Das heißt, die grünen Teeblätter getrocknet und sorgfältig pulverisiert und dann eben mit Wasser aufgeschüttet und geschlagen. Also so viel ist schon mal klar. Rein historisch kommt der Tee auch mit Zen nach Japan, mit den Zen-Mönchen. Also von daher könnte man sagen, Tee und Zen ist historisch schon mal eine Verbindung. Und in welcher Zeit kam Esai dann nach Japan zurück? Etwas vor 1200, 1180 oder irgend sowas. Und er bringt Teepflanzen mit. War damals unter Todesstrafe verboten, Tee aus China zu exportieren, also Pflanzen oder Samen. Und weil der Tee war so kostbar, dass man den nicht dem Ausland überlassen wollte. Und ja, Lu Yu schreibt übrigens interessant, wie der Teestrauch aussieht. Also er sagt so, der Teestrauch wächst gerne in lehmigen, sandigen, fast kiesigen Boden, der sehr arm ist. Dann treibt er offenbar die Wurzeln ganz tief rein. Und dann schreibt er im Frühjahr, schiebt der Tee Sprossen raus, so ähnlich wie der Bambus. Und diese Blätter werden so Ende April geerntet, so wie heute noch. Und dann eben entsprechend verarbeitet. Und er sagt, auf der anderen Seite gibt es in der Provinz Yunnan, also Südosten Chinas, Südwesten, gibt es Teebäume, die sind riesig hoch und die sind so groß, dass zwei Männer sie nicht umfassen können. Und wenn man den Tee ernten will, muss man auf den Baum steigen und die ganzen dicken Äste absägen, dann fallen die runter und dann werden unten die Blätter geerntet. Also Tee ist von offenbar irgendwas, was im Frühjahr die Spitzen raustreibt, bis zu 1000 Jahre alten Bäumen. Wir haben mal bei Keuermain den Chef gefragt, wie alt wird eigentlich so eine Teepflanze? Ja, da typisch japanisch. Ich weiß es nicht. Wir machen das erst seit 200 Jahren. Also offensichtlich ist der Tee schon, ja, wer weiß, schon uralt. Ja, aber jetzt kommt er nach Japan und die pflanzen den Tee an und zu ihrer großen Freude wächst er wunderbar und gedeiht. Und zu ihrer Verblüffung haben sie dann sehr viel später festgestellt, dass der Tee als Wildpflanze in Japan vorkommt. Das heißt, der Tee war für die Japaner dermaßen chinesisch, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass er bei ihnen heimisch ist. Und dann ist er auch, das heißt, vorher haben sie in Japan keinen Tee getrunken. Erst Esai bringt den Tee mit. Und er bringt den als Medizin.
Und bringt ihn ja auch in dieser Matcha-Form, hast du gemeint, Er dann. bringt den auch in dieser Matcha-Form. Ja. Und das ist ja aber aus China irgendwann auch ziemlich verschwunden, oder? Ja, Die. in der Tang hat man den Tee pulverisiert. Und nachdem diese ganze Tang-Geschichte verschwindet, hat man diese Form der Teezubereitung vergessen. Das hängt wahrscheinlich zusammen, die Pulverisierung hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man den Tee als Medizin verstanden hat. Und in der traditionellen chinesischen Medizin werden die Medikamente pulverisiert. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass wohl Bodhidharma den Zen als eine Art Medizin verstanden hat. Der macht dich. Ja, also Bodhidharma scheint Zen als eine Art Medizin verstanden zu haben. Wenn man diese Geschichte mit Eka nimmt, der kommt zu ihm, sein Geist ist unruhig, er muss seinen Geist beruhigen. Und damit Bodhidharma ihn überhaupt zur Kenntnis nimmt, hackt er sich den Arm ab und steht dann mit blutendem Arm im Schnee. Aber Bodhidharma heilt ihn, indem er sagt, du musst deinen Geist selber finden. Und dann hast du ja wie heißt das? Shinjin Kakuto, wer ist der Verfasser? Geht auch. Zen ist eine Art Medizin. Da wird gesagt, der kommt zu Eka und will sein Schüler werden, weil er die Pocken oder was hat oder irgendeine Krankheit hat. Und indem er Zen übt, hört diese Krankheit auf. Ja, oder die Zen-Leute sind so, oder Tee-Leute sind alle krank, weil die haben alle einen Hau, die sitzen die ganze Zeit da auf den Knien und machen Tee und die Knie tun weh und die hören nicht auf mit dem Quatsch. Und die Zen-Leute sitzen auf dem Kissen, alles tut weh, der Rücken tut weh, dann lassen sie sich noch verprügeln. Und das soll eine Medizin sein. Und die Hochzeit dieser Teekultur, das war ja dann wahrscheinlich die Zeit von Rikyu, oder? Ja, der Tee hat zu Rikyus, vorher hat er schon ganz viel Veränderungen erfahren. Also wenn du zum Beispiel in Japan gibt es in Nara und im Keninji, der Keninji ist ja der Tempel, wo Esai, von dem Esai aus nach Japan gegangen ist, dann gibt es in Nara gibt es den Seidaiji, den westlichen großen Tempel. Da gibt es Zaidaiji, Todaiji, also der westliche Tempel, der schützt die Westseite, der Todaiji die Ostseite. Und da gibt es also ganz bestimmte Strukturen nach chinesischem Muster, wie die Tempel angeordnet sind. Und im Seidaiji wird heute noch eine Form praktiziert, die ähnlich ist wie unsere. Nur, da macht. Wie? Also, die Seidaiji, die servieren Tee für das Volk. Und zwar sagen sie, der Tee hat eine gesundheitliche Wirkung, nur das Zeug ist so teuer, dass sich die einfachen Leute das nicht leisten können. Und drum machen sie zweimal im Jahr ein Chakai, also eine Teeversammlung, in der Tausende von Menschen zum Tempel kommen. Und dann wird Tee zubereitet. Und die Teeschale hat ungefähr so einen Durchmesser. Also wirklich so einen Durchmesser. Die haben einen Chasen, der ist so groß, ein Mordsdrum. Da kommt pfundweise Matcha in die Schale und dann wird er mit diesem Chasen geschlagen. Und dann geht es weiter und müssen immer, der trinkt, sind rechts und links sitzen noch zwei, die halten die Teeschale. Und dann geht die Schale weiter. Also das ist eine Form, wie man heute noch Tee macht. So, der geht offensichtlich zurück auf eine ganz alte Tradition. Im Keninji machen sie eine Form,
Da haben sie eine Wasserkanne, die sieht aus wie so eine persische oder türkische Wasserkanne mit so gebogenen Schnabel und so geschwungenem Bauch und so. Und da drauf steckt ein Jassen auf dem Schnabel. Und in der anderen Hand haben sie einen Temoku-Chawan, der auf einem Dai ist, also auf so einem Tablett, wo der Temoku-Chawan da drin ist. Da kommt der Tee rein. Dann nimmt man, der Gast nimmt die Teeschale, dann füllt der Mönch Tee rein und dann füllt er Wasser rein und dann mit diesem Jassen wird das geschlagen. Also auch eine Art Ritualisierung, aber hat nichts zu tun mit dem, was wir heute als Tee machen. Also wie der Tee in den Tempeln in Japan gemacht worden ist, das hängt, ist wahrscheinlich von Tempel zu Tempel unterschiedlich gewesen. Und dann stimmt es schon, dann taucht plötzlich IQ auf. Und jetzt verbindet man IQ mit dem modernen Tee. Und zwar hat man dann in der Küche hat man das Daisu gehabt, also dieses Lackgestell. Da war alles drin, was man braucht zum Tee machen. Da war die Feuerstelle mit Holzkohle, da war ein Topf mit kaltem Wasser, dahinter stand ein Behälter mit der Schöpfkelle, davor obendrauf stand die Dose mit dem Tee, da irgendwo stand auch noch die Teeschale. Und wenn man Lust auf einen Tee hatte, ist man da hingegangen, hat die Teeschale runtergenommen, hat sie angewärmt, hat einen Tee rein, hat den Tee geschlagen, getrunken, alles wieder sauber gemacht und wieder draufgestellt. Aber das ist in der Küche passiert. Und Ikkyu soll auf die Idee gekommen sein, von der Legende her hat er ja einen Schüler, der heißt Murata Juko, der hat einen Beinamen Hakyu. Ikkyu und Hakyu. Also Ikkyu, Ichi und Ha 100. Hakyu. Q ist dieses Schriftzeichen, da ist ein Mensch mit dem Rücken an einem Baum. Das heißt ruhen oder rasten oder zur Ruhe kommen oder so. IQ, eine Ruhe, HQ, 100 Ruhe. Aber man sagt dann 100 Mal, der ist immer eingeschlafen beim Sinn. Und dann hat IQ gesagt, es geht so nicht weiter, du holst die Teegeräte aus der Küche und machst für die Gäste, bereitest du einen Tee anstelle von Zen-Übung. Und daraus soll dann angeblich diese neue Form von Teezeremonie entstanden sein. Das kann schon deshalb nicht stimmen, weil Murata Juko oder Hakyu IQ vermutlich gar nicht mehr gekannt haben kann. Der ist zu jung. Das sind alles so Legenden, wobei ich allerdings sage von der Geschichte, dass Bodhidharma sich die Augenlider ausgerissen hat und dann daraus der Teestrauch entstand. Die Geschichte glaube ich, weil die ist sehr wahrscheinlich. Aber die Geschichte mit dem Murata Juko, der da immer eingeschlafen ist, und das ist eine typische Propagandageschichte von den Tee-Leuten, die sagen, Zen-Meditation ist so ein Mist, da schläft man immer ein. Mach lieber Tee. Einerseits verbindet das den Tee mit dem Zen, andererseits tritt Tee dann auch in die Konkurrenz zu Zen. Was ist besser als Zen-Meditation? Also, Alf, wenn du jetzt demnächst bei mir Teezeremonie lernst, du hast schon viel zu lange Zen gemacht. Du musst jetzt endlich mit dem Mist aufhören. Mach jetzt Tee. Richtig. Ja. Mehr am Hintern, ne? so ist es, ja. So ist es. Ja, also ich meine, das sind jetzt so ein paar historische Geschichten, aber da ist furchtbar viel unklar. Aber ja, das ist wer Tee und Zen, ein Geschmack. Tja, jetzt ist nochmal die Frage vielleicht, was soll diese Ritualisierung? Der Zen hat ja,
Ja, habt ihr überhaupt eine Ritualisierung oder ist das nur einfach auf dem Kissen sitzen und doof in die Gegend gucken? Bei uns in der Ja. Sendung oder im Verein jeder Furz ritualisiert. Wann du dich verbeugst, wie du dich verbeugst, auf welchen Fuß gehst du zuerst in die Sendung, mit welchem Verletzten du zuerst, all solche Geschichten. Ob das nun letztendlich immer klappt oder nicht, ist ja wurscht. Die Rituale haben den Sinn, dich wach zu halten. Du sollst es versuchen, du sollst immer wieder daran gehen und du sollst nicht vor dich hin träumen, wenn du dich in der Sendung. Ja, letztendlich geht es ja darum, dass. Die Rituale halten dich nur wach. Ja. Der Sinn. Wir haben mit Hanada, also das ist nicht, der Hanada hat nichts mit der Annette zu tun. Der hat bei den Schülerkonzerten war genau ritualisiert, wer wo sitzt. Da war vorne die Buddha-Statue. Rechts und links waren Reihen von Schülern. Und links auf dem ersten Platz saß der Fortgeschrittenste. Dann kam der nächste, war rechts auf der Seite. Der zweite auf der linken Seite war der dritte im Rang. Der zweite, na, war der vierte im Rang. So ging das weiter. Und dann ging immer einer von rechts auf zum Altar und hat gespielt, einer von links, dann der nächste von rechts, der nächste von links, der nächste von rechts, der nächste von links. Auch eine Art Ritualisierung. Alleine das Gehen zum Altar, sich vorm Altar verneigen, die Shakuhachi hochheben, das ist genau die Frage. Jetzt ist Annette zurück. Wir sagen ja auch, wir spielen Zen Shakuhachi. Was ist das Zen an der Shakuhachi? Alf, du spielst auch Shakuhachi. Richtig, ich spiele einfach nur Shakuhachi. Wenn ich Shakuhachi spiele, dann spiele ich nur Shakuhachi. Dann denke ich nicht an Zen. Wenn ich Zen mache, dann sitze ich nur auf meinem Kissen. Dann denke ich nicht an Shakuhachi. Und nachträglich kann man natürlich gerne vergleichen. Und wenn ich Shakuhachi spiele, dann spiele ich auch nur. Ich spiele nicht nur im Publikum, wie vielleicht jetzt, ich sag mal, im Konzert, ein Flötist, der spielt nicht Deutsch, das soll gefallen, das soll denen auch Spaß machen, die sollen es auch schön haben. Das ist die Sache. Wenn ich Shakuhachi spiele, spiele ich Shakuhachi. Für mich spiele nicht, damit das jemand toll findet oder Ja. damit jetzt hier die Menge jubelt und mir hier BHs auf die Bühne schmeißt oder so. Das. Wenn du Ja, wir im spielen nicht für Tempel, Publikum. wir spielen nicht für Publikum. Wenn wir im Tempel spielen, ich habe das mal. Ich habe so einen Artikel drüber gelesen, dort sitzen die Flötisten, wenn sie schon Zuschauer haben, entweder mit dem Rücken zum Zuschauer Richtung Butsudan oder der Butsudan sitzt, steht auf der Seite, dann gucken sie den Butsudan an und das Publikum sitzt seitlich. Die spielen jetzt nicht im Publikum. Ja, so spielen Das wir ist auch bei im anderen Schulen. Ichoken. Man geht zum Altar, verneigt sich vor Buddha, sitzt dann vor dem Altar und spielt und deine Zuhörer sitzen hinter dir. Die können dich gar nicht sehen. Also das heißt, Die sie sehen sollen. deinen Rücken. Die sehen deinen Rücken. Richtig. Genau. Du spielst einfach nur Shakuhachi. Und du kannst es natürlich auch sagen, du spielst für alle fühlenden Wesen. Du gehörst ja selber auch dazu. Aber auch dann reicht es völlig aus, wenn du richtig Altar spielst. Ja, und vielleicht ist mit Tee und Zen, wenn man Tee als Zen macht oder Shakuhachi als Zen, oder wenn man auf dem Kissen sitzt und meditiert, für was meditieren wir? Für gar nichts. Frage habe ich mir schon aufgestellt. Ich darf was machen. Was mache ich hier eigentlich? Ist mir auch irgendwann mal gegangen, so am Anfang vom Tee. Es war ein tolles Gefühl. Ich bin da so richtig reingesunken in diese Form es war irgendwie toll. Und dann kommt so ein Punkt, wo man sagt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze hier, die Knie tun mir weh, ich schlag mich darum mit irgendwelchen Formen. Wozu mache ich den Scheiß?
Ja, den ich Punkt kenne ich, den nenne ich immer Aufstehen. Das ist der Punkt, wenn wir sagen, was hast du jetzt wieder gemacht? Alexanders Spezialität ist das Aufstehen. Das ist Aufstehen. Da kann man dann, wenn man dann den speziellen Raum hat, wo Nakabashira ist, der Mittelpfosten, dann versteht man, warum der Mittelpfosten da ist, kann man sich dran festhalten und aufstehen. Und dann fragt man sich, warum mache ich diesen Scheiß? Mache ich jedes Mal, jede Woche wieder dasselbe und immer wieder die Füße schlafen ein und ich weiß nicht, was das soll. Was hast du davon? Ja, das würde mich beim Alf mal interessieren, weil ich meine, beim Tee springt ja wenigstens noch eine Schale Tee raus, ne? Aber beim auf dem Kissen sitzen. So ist es, so ist es, so ist es. Deswegen ist der Tee eben besser als Zen. Die haben nicht mal eine Schale Tee zu trinken. Da gibt es gar nichts, nicht mal einen Tee. Nicht mal einen Tee. Ja doch, anschließend kriegst du irgend so eine Plörre, da ist ja nichts Gescheites. Ja, sei denn ich mach. Ja, gut. Ja, aber das ist, vielleicht ist der Sinn dieser ganzen Sache, dass man vollkommen in dieser Form aufgehen kann und sich ganz und gar vergessen kann. Deshalb heißt es ja in Japan auch, wenn du Zen machst, dann ist es nur Zen und wenn du Tee trinkst oder Tee machst, dann ist es nur Tee machen. Und man soll das nicht mal zwei Sachen gleich von Anfang an miteinander vermischen. Das ist eins. Nee. Zwar ein Zen und Tee ist ein Geschmack, aber wenn du Tee machst, bitteschön, dann machst du nur Tee und keinen Zen. Ja, es ist ein Geschmack. Ist ein Geschmack, aber es ist nicht dasselbe. Aber es ist nicht dasselbe. Ja, es ist vielleicht, wenn man jetzt mal so sagt, also in die Bezeichnung für, wir sagen ja im Westen Teezeremonie. Hm. Das sagt man in Japan nicht. In Japan hat man zum Beispiel die Bezeichnung Chado. Teeweg. Und das ist rein sprachlich falsch. Weil du hast zwei Schriftzeichen, nämlich T und Do. Und T wird chinesisch gelesen, also die Japaner haben ja für jedes Schriftzeichen zwei verschiedene Lesarten, mindestens zwei, nämlich eine chinesische und eine japanische. Und die chinesische Lesung für T ist Sa, nicht Cha. Und die chinesische Lesung für Weg ist Do. Die japanische ist Michi. Und wenn du so eine Komposition hast von zwei Schriftzeichen, kannst du nicht das eine in Chinesisch und das andere in Japanisch lesen. Das heißt, das Zeug heißt Sado, nicht Chado. Nur Teeleute sagen Chado. Und ganz früh, zum Beispiel zu Rikyus Zeiten, hat man Cha und Do gelesen als Cha no Michi. Das heißt ganz japanisch mit einem Genitiv dazwischen. Und dann ist das Schriftzeichen für Do nicht dieses chinesische Do wie im Dao De Jing, sondern das Do ist dann, Michi ist die Kunstfertigkeit, Tee zuzubereiten. Dann ist Shakuhachi ist zum Beispiel Fumichi oder so von mir aus, also die Kunst zu blasen. Das ist eine Kunstfertigkeit. Das ist nicht, wenn ich das jetzt chinesisch verstehe, Do. Do ist alles, was ist. Das ist der gesamte Kosmos. Alles ist Do. Aber in Japan wird Chan no Michi verstanden als Kunst der Zubereitung. Und erst so um 1700, 1800 rum fängt man an, dieses Schriftzeichen, also diese beiden Zeichen, Chado zu lesen. Aber dann ist Do ganz einfach ein Schulungsweg, ein Kunstweg, in dem du bestimmte Formen lernst. Also Kendo, die Kunst, das Schwert zu führen. Kyudo, die Kunst, den Bogen zu schießen. Shodo, Kunst, den Pinsel schreiben. Kado, Kunst, Blumen zu stecken. Manche, die nichts davon verstehen, sagen Ikebana. Aber das Wort heißt Kado, Blumenweg. Gut, das heißt aber, der Geist ist nicht ursprünglich so wie im Daoismus das Do, sondern das ist eine Kunstfertigkeit. Und das ist dann im Lauf der Zeit in Japan
immer mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Das heißt, du lernst die Regeln der Kunst. Du musst wissen, nicht mit der rechten Hand oder linken Hand oder so, dann musst du 3 Linien, 3 Me von der Tatami und nicht 4 und 5 Me von so. Und dann der Teelehrer, ja, Alexander kennt das ja von mir genauso, was sagt der Teelehrer? So. Das heißt, ein richtig guter japanischer Teelehrer erklärt überhaupt nichts. Der sagt höchstens Hantai, anders. So. Das ist der Unterricht. Das heißt, du lernst strikt die Form. Und wenn es ein guter Teelehrer ist, sagt er, ich kann dir die Form beibringen, den Geist vom Tee musst du selber verwirklichen. Und da besteht die große Gefahr drin, wenn ich dann rein in der Form erstarre und nur noch die Form lerne, dann halte ich die Form möglicherweise für das wirklich Wichtige. Und das Wesen geht verloren. Ja. Habt ihr noch irgendein Anmerkungen, Fragen? Oder? Also was mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, weil ihr von Zen, Tee und Shakuhachi auch gesprochen habt, ist, das ist ja schon allein von der Atmung her eine Verbindung gibt. Ne? Also es spielt ja in allen dreien eine wichtige Rolle auch. Ne? Und gerade im Tee ja auch nochmal, wie die Atmung da auch die Bewegung steuert, ein Stück weit. Interessanterweise, vor allen Dingen bei dem Bushido, bei den Kriegerwegen, ist die Atmung ganz zentral. Wenn du nicht richtig atmest, kannst du den Bogen nicht spannen. Du hast nicht genug Kraft, um den Bogen zu spannen. Du musst richtig atmen. Wenn du nicht richtig atmest, kannst du das Schwert nicht richtig führen. Und das ist wohl, wenn du beim Zen, weiß ich nicht, eigentlich ist, ja, gibt es ja den Tofu Roshi, der sagt ja, das Atmen ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig, du musst immer nach dem Ausatmen musst du einatmen. Und am besten ist, du atmest genauso oft ein, wie du ausatmest. Und am besten kannst du dir 2 so Schrittzähler nehmen, einen rechts, einen links. Und wenn du ausatmest, drückst du rechts, wenn du einatmest, drückst du links. Und zum Schluss vergleichst du beide und sagen, wenn die gleich sind, hast du richtig geatmet. Das heißt, Zen-Leute haben natürlich eine Ahnung von Atmung. Wobei, macht ihr besonderes Training mit Atmung oder sagt ihr, es ergibt sich von alleine? Es ergibt sich nach und nach von alleine. Du sollst deinen Atem nicht steuern und nicht beeinflussen, sondern du sollst immer einen Atem, wenn du jetzt mit der Atmung bei der Meditation arbeitest, einfach beobachten. Du sollst beobachten, was passiert, wenn du einatmest. Wie senkt sich das Zwerchfell ab? Wo landest du letztendlich im Hara? Du sollst ja im Hara in diesem Punkt knapp unter dem Nabel reinatmen. Wenn du wirklich entspannt sitzt und tief einatmest, dann kommt dein Bauch nach vorne und du merkst das auch. Ne? Du Bauchakku ist ein bisschen leer, als du den Bauch ausstreckst. Und das ist vielleicht ähnlich mit dem Geschmack. Das heißt, du lernst deine inneren Empfindungen. Du spürst dein Zwerchfell. Richtig. Ich denke, der Normalmensch spürt gar nicht, dass er ein Zwerchfell hat. Nur kommt auch darauf an, wie die Leute atmen. Oftmals hast du auch eine reine Brustatmung. Dann bist du nur hier oben. Und dann ist es auch eine ganz neue Erfahrung, beim Einatmen zu merken, das Zwerchfell senkt sich ab. Schafft quasi Platz für deine Luft, es drückt die Organe nach unten ein bisschen zusammen und dann kommt es langsam sicher wieder nach oben. Du kannst es langsam aufsteigen lassen, wenn du ein bisschen als Lötisch ein bisschen Gegendruck haben möchtest. Oder du lässt es einfach los, dann kommt es. Du hast zum Beispiel jetzt unten und wenn ich es jetzt loslasse, dann zack,
saugt es von selbst wieder nach oben, du kriegst ein Gefühl dafür. Und das ist ja bei Shakuhachi das Gleiche. Wenn du nicht richtig sitzt, kriegst du keine gescheite Bauchatmung, kriegst du keinen gescheiten Ton. Und das ist beim Tee das Gleiche. Wenn du nicht richtig sitzt, machst du einen scheiß Tee. Du musst ja auch gut atmen können. Ne? Aber das ist das. Die Kriegerwege und die Zen-Mönche, die wussten, wie man atmet. Und der Teeweg ist verbürgerlicht worden und die Bürger hatten die haben das nicht gesehen und die hatten keine Schulung in Atmung. Ganz früher zur Zeit Rikyus haben die alle Zen gemacht. Das heißt, die wussten, wie man atmet. Und wenn du modernen Tee in Japan betrachtest, siehst du, die wissen nicht, wie man atmet. Und dann geht das tiefe Empfinden, das ganz tief wieder Geschmack, den du wahrnimmst, innen in dir drin, das kommt gar nicht zum Vorschein. Und dann wird es einfach eine Unterrichtsmethode. Dann wird es eine Form oder eine Methode, dein Gedächtnis zu schulen, bestimmte Formen auswendig zu lernen. Und das kann sehen mehr.